jetzt können wir zu deinem ewigen Gegner, dem Joey. Joey patzen. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Das passiert dem Joey dann schon mal, wenn er übermotiviert ist, dass er dann eben kapitalen Fehler macht, so wie Lucy eben. Ja, jetzt kommt es drauf an. Ich bin gespannt, ob die Fahrt vom Hackelschorsch jetzt so gut war oder ob der Joey tatsächlich die Chance auf den Titel hat. Er war auf jeden Fall der Schnellste nach dem ersten Lauf. Er kann sich vielleicht einen klitzekleinen Fehler erlauben, aber er sollte auf jeden Fall Rock'n'Roll, da liegt er schon. Stefan, da freut's dich, ne? Was passiert da jetzt mit? Das sieht irgendwie, ist das gesund, was er da macht? Nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall in Trance. Er ist in einer sogenannten sportlichen Vox-Zone. Und wollen wir die kurz unterbrechen, Matze, oder lässt du ihn da alleine? Ich kann ihn einfach mal, ich weiß nicht, ob ich da dazwischen gehen darf. Ja? Er hat ja mehr Werbebanner, dieser Mann, als jedes Bundesliga-Stadion. Und er wohnt ja auch als einziger nicht im Hotel, sondern hier auf dem Königssee im Hausboot. Aber sag mal, bist du wirklich so angespannt? Bist du locker? Also wenn ich so in deine Augen schaue, da ist schon einiges los. Ja, ist alles gut, aber es wird hart. Ich hoffe, ich fahre gut. Er wird hart. Gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir sind sehr gespannt, ob er Wok-Weltmeister werden kann. Da wird das Visier runtergeklappt. Es ist ein sehr altertümlicher Helm. Man könnte auch sagen Nostalgie-Wok-Fahren hier am Königssee. Und jetzt geht es um den Weltmeistertitel in der Einer-Konkurrenz. Auf geht's für Joey Kelly. Ja, und wenn es für den Weltmeistertitel reicht, dann gibt es vielleicht als Preis einen Nasenhaartrimmer. Wir werden es sehen. Joey Kelly in der Bahn. Auch der hat sich das abgeschaut, nimmt die Füße hoch und rettet so vielleicht ein paar Hundertstel Sekunden dort an der Lichtschranke. 1,078 Sekunden. 1,1 Sekunden war der Vorsprung nach dem ersten Lauf. Aber auch er hat die Probleme durch die schneller werdende Bahn. Einschlag auf der rechten Seite dort. Und jetzt geht es in die schwierige S-Kombination. Ausfahrt, viertes S, auch wichtig. Er hat sehr, sehr oft die Hände draußen, will einfach die Fahrlage halten und bekommt hier Probleme. Versucht zwar lang zu bleiben, aus aerodynamischer Sicht sehr, sehr gut, aber die Banden, die helfen nicht gerade. Wobei 1,3 Sekunden und 93,8 Kilometer pro Stunde, etwa die gleiche Geschwindigkeit wie Georg Hackel. Es wird doch noch einmal spannend. Joey Kelly oder Georg Hackel. Es sind nach wie vor 1,4 Sekunden für Joey Kelly. Kann er seinen zweiten Titel holen? Kelly ist unterwegs, der hält die Fahrlage. Unglaublich, was hier passiert. Wird es Joey Kelly sein? Wer wird Bock-Weltmeister? Jawohl! Joey Kelly entthront den Hackel-Schorsch. Für Irland also der Titel, der irre Ire. Holt hier den Titel, hat die Nerven behalten, obwohl auch er seine Probleme hatte. Durch die schneller werdende Bahn, unglaublich, was der Kelly hier zeigt. Sie haben die Einschläge gesehen, der hat sich dadurch überhaupt nicht nervös machen lassen. Blieb in dieser sehr, sehr flachen, aerodynamischen Lage und konnte sogar noch beschleunigen. Hohe Geschwindigkeit im Kreisel. Schauen Sie mal, wie er flach bleibt. Lässt sich da nicht groß nervös machen. Und holt den Wok-WM-Titel in der Einer-Disziplin. Sein zweiter in seiner Karriere. Und nichts da mit Georg Hackels 10. Wok-WM-Titel. Das heißt, auch der hofft vielleicht auf die Wok-WM des Jahres 2015. Was für ein Rennen, so spannend und so eng war es noch nie. Und am Ende zum zweiten Mal Joey Kelly, der Sieger hier bei dieser Wok-WM. Und jetzt ist er bei Rebecca. Und so sieht ein stolzer Mann aus. Lass dich nochmal richtig feiern. Applaus für Joey Kelly! Was ist das für ein Gefühl, das zweite Mal Hackel George zu schlagen? Es ist eine Ehre, heute hier Abend zu sein. Grüße an alle. Es ist wunderschön, danke, dass ich hier sein darf. Natürlich, Schorsch, alle sind sehr gut gefahren. Hier vorne, da sind die mal, hier komm mal rüber. Das ist eine Ehre, Schorsch, wirklich. Ihr habt das wirklich. Und ich bedanke mich an meine Familie, meine drei Kinder. Also, ich finde, ihr habt alle wirklich toll gemacht. Und das Team, Claudius und Olli. Und das Team, alle auf jeden Fall dabei. Du bist der Erste, du bist ganz knapp dahinter. Ist es sehr schlimm für dich, weil eigentlich hast du ja auch einen tollen Job gemacht. Ich habe einen tollen zweiten Lauf gezeigt. Ich habe zwei Plätze aufgeholt, was will ich mehr? Und Joey Kelly hat bewiesen, dass er mich schon schlagen kann bei der Wok-WM. Hat er schon gemacht. Auch mit fairen Mitteln. Und jetzt hat er es wiederholt. Sauber, Respekt.